Ich habe Albus Dumbledore Zauberstab kopiert. Wenn du gerne wissen willst, wie ich den mache, dann bleib gerne dran. Natürlich ist er nicht ganz wie der Originale, gleich schon mal ein kleiner Hinweis. Und zusätzlich mache ich noch 5 Fakten dazu. Hier rolle ich das Papier mit einem Schachschichtspieß so, dass es wie ein Stab aussieht. Wenn ihr meint, es reicht, benutzt ein Cuttermesser, um den Rest abzuschneiden. Ich benutze hier jetzt Kreppband, damit ich den Zauberstab einmal von oben bis unten einmal einwickeln tue, damit er nicht mehr auseinanderrollt. Und natürlich vergisst den Schachspieß nicht rauszuholen. Nachdem ich den Zauberstab fertig hatte, benutze ich jetzt Alufolie, um den Zauberstab zu stabilisieren. Dafür rolle ich kleine Kügelchen rein und stopfe es oben einmal in den Zauberstab einmal rein und mit Hilfe dieses Schachstich drücke ich es halt fest. Der Zauberstab wurde ungefähr im 13. Jahrhundert hergestellt. Der Zauberstab hatte 3 Namen. Einmal der Elderstab, den jeder soweit kennt aus den Filmen und aus den Büchern. Einmal der Todesstab und der Zauberstab des Schicksals. Und das macht ihr bis oben hin voll. Ihr könnt zur Not damit nachher mit Kreppband nochmal zukleben, damit nichts rausfällt. Das war mein erster Versuch. Leider hat er nicht so geklappt, wie ich es erhofft hatte. Mein erster Versuch hat leider nicht so geklappt, der ist mir leider ständig kaputt gegangen, weshalb ich ihn nochmal von vorne anfangen musste. Hier seht ihr auch gleich nochmal alle Materialien, die ich dafür benutze. Ich habe nur Papier vergessen, aber das ist genauso, wie ich auch am Anfang gemacht habe. Das Kreppband habe ich hier durchsichtiges Klebeband genommen, funktioniert auch. Statt die Kügelchen mit Gips zu machen, habe ich diesmal vorher mit einer Alufolie so eine Kügelchen geformt. Ich habe das halt so lange geformt, bis es mir gefallen hat und habe es daher mit einem Cuttermesser abgeschnitten. Habe es, damit es auch fest bleibt, Heißklebepistole genommen und es festgeklebt. Also zwischen Hermine und Ollivander gab es ein Gespräch über den Elderstab und den erzähle ich euch jetzt. Hermine sprach, Sie glauben wirklich, dass dieser Zauberstab existiert, Mr. Ollivander? Ollivander sprach, oh ja, es ist durchaus möglich, dass die Spur des Zauberstabs durch die Geschichte zu verfolgen. Es gibt natürlich Lücken, auch große, in denen er einen Augenblick verschwindet, vorübergehend verloren oder verborgen ist. Doch er taucht immer wieder auf. Er hat bestimmte Kennzeichen, Merkmale, diejenigen, die in Zauberstäbekunden vertraut sind, erkennen können. Ob er tatsächlich durch Mord von Hand zu Hand gehen muss, weiß ich nicht. Seine Geschichte ist blutig, doch das könnte einfach nur daran liegen, dass er einfach begehrenswertes Objekt ist und in der Zauberer derartige Leidenschaft entfacht, enorme Macht, in dem falschen Hände gefährlich sein kann und etwas, das eine unglaubliche Faszination in ihn auslöst. Ich habe die Moliermasse mit Wasser angefeuchtet, damit die halt schön geschmeidig ist und damit den ganzen Zauberstab einmal eingewickelt. Ich habe auch kleine Hilfsmittel genommen, wie zum Beispiel ein Schachtelspieß oder hier mein Spachtel. Es gibt extra auch Modellierwerkzeug, aber das müsste ich mir irgendwann mal besorgen. Hier seht ihr, benutze ich ein Schachspieß, um diese Struktur des Zauberstabs zu modellieren.
Der Zauberstab hat ja so eine Punktstruktur und damit benutze ich einen Schachtelspieß und drücke überall die Punkte halt rein. Es gab schon so ein, zwei Stellen, die etwas trocken geworden sind, weshalb ich mit Wasser es wieder angefeuchtet habe und ein bisschen mehr Kraft genommen, um halt diese Punktestruktur zu machen. Es gab mindestens 13 Besitzer, die zumindest bekannt sind. Und ich erzähle euch davon erstmal nur die bekanntesten. Es gab noch mehr, davon gibt es aber irgendwann ein extra Video, weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Deswegen gibt es jetzt einfach nur die Kurzfassung. Also es gab einmal Michael Gagowitsch. Sorry, wenn ich den Namen jetzt nicht richtig aussprechen kann. Einmal Gellert Grindelwald, den kennt ihr wahrscheinlich aus Fantastischen Tierwesen. Dann kommt Albus Dumbledore, dann Draco Malfoy und Harry Potter. Ihr wundert euch jetzt, warum ich jetzt Lord Voldemort nicht gesagt habe. Daran liegt es einfach nur, weil er nie der richtige Besitzer war. Weil er hat einfach nur den Zauberstab von Lord Voldemort Grab gestohlen und hat es für sich benutzt. Aber der Zauberstab hat ihn nicht gehorcht. Eigentlich war Harry der Besitzer gewesen. Aber wie gesagt, ich werde dazu noch ein extra Video machen, wo ich darüber genauer rede. Hier ist der Zauberstab erstmal fertig und wicke ihn in ein Handtuch ein und lasse es trocknen. Nachdem es trocken ist, benutze ich jetzt meinen Dremel. Den hat, glaube ich, mein Vater mal aus dem Lidl gekauft. Der ist, glaube ich, auch nicht allzu teuer. Aber ihr könnt auch alternativ Schleifpapier benutzen. Oder ihr lässt es halt einfach so. Dann sieht das halt so ein bisschen älter aus, also wie ihr möchtet. Hier schleife ich auch nochmal diese Kreise rein. Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht machen. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das mit einem Schleifpapier macht. Vielleicht könnt ihr das so kratzen sonst oder so. Aber zur Not müsst ihr das halt auch nicht machen. Da der Zauberstab in diesen Zwischenräumen so Baumstruktur hat, schleife ich das mit einem Dremel so zurecht. Bitte immer beim Schleifen eine Maske tragen, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich habe hier meine Corona-Maske genommen. Ich benutze einen Pinsel, um die Rückstände wegzumachen. Um dem Besitzer des Elderstabs zu werden, dachte man früher, man müsste jemanden umbringen. Was gar nicht stimmt, man kann auch jemanden entwaffnen. Das hat zum Beispiel Draco bei Dumbledore gemacht, weshalb er, ohne dass er das wusste, der Besitzer von dem Elderstab war. Ich benutze hier schwarze Acrylfarbe, um erstmal einen Teil des Zauberstabs als Grundierung zu benutzen. Nicht alles, weil es bleibt ja auch noch ein kleines Stück weiß, das seht ihr nachher. Jetzt machen wir meine Lieblingsaufgabe, ihr schaffiert den Zauberstab. Ihr benutzt dafür nur minimal wenig Farbe und schaffiert halt den Zauberstab. Also streichelt es so ganz leicht, nimmt dafür am besten einen flachen Pinsel. Das funktioniert immer am besten und so kommt die Struktur schön raus. Zwei Filmfehler. Erstens, bei dem sechsten Teil liegt der
Elderstab auf den Schreibtisch von Dumbledore. Aber im nächsten Teil ist der Zauberstab im Grab. Und es gibt noch einen Filmfehler, im Buch anders ist. Im siebten Teil zerbricht Harry den Zauberstab. Was aber gar nicht stimmt, weil im Buch steht wieder was anderes. Im Buch steht, dass er ihn zum Reparieren seines Zauberstabs braucht, weil das ist so eine Fähigkeit von dem Zauberstab. Das ist aber, was ich im anderen Video mal erzähle. Und er legt den Zauberstab halt wieder zurück ins Grab von Dumbledore. Und was darf nicht fehlen? Meine heißgeliebte Kupferfarbe. Die benutze ich hauptsächlich in allen meinen Zauberstab-Videos. Wie ich vorhin erzählt hatte, müsst ihr ein kleines Stück freilassen. Da kommt nachher dieses eine Symbol, was dieser Elderstab hat. Ich kroniere es erstmal mit Gesso. Ihr könnt auch ganz normale weiße Farbe benutzen. Da diese Stelle wie so eine Schriftrolle aussieht, mische ich mir jetzt hier die Farbe an. Ich habe einmal ein weiß, ein dunkles Braun und einmal so ein Senfgelb benutzt. Das mische ich mir zurecht, damit es wie so eine Schriftrollenfarbe aussieht und damit pinsel ich die ganze Fläche einmal ein. Wie ich vorhin schon angeteasert habe, hatte ich vorhin erzählt, dass ich für den Elderstab noch ein extra Faktenvideo mache, weil das würde hier einfach nur den Rahmen sprengen. Wenn du das gerne sehen willst oder dir das gefallen würde, dann schick mir doch gerne mal in die Kommentare diesen Emoji, dann weiß ich, dass du das gerne sehen möchtest. Wir malen jetzt mit schwarzer Farbe die Rune. Die Rune bedeutet wohl, nutze deine innere Kraft, um die Dunkelheit zu besiegen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich jetzt nicht, das habe ich jetzt aus dem Internet, aber würde ja ein bisschen passend zu Voldemort und Dumbledore und Harry, aber vielleicht wisst ihr es ja.